Hallöchen, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, begrüße ich euch ganz, ganz herzlich. Heute mal, etwas andere Location, anderes Outfit, denn ich backe jetzt Plätzchen und wollte euch einfach mal mitnehmen, da einige auch gefragt haben, ob ich meine Plätzchenrezepte mit euch teilen kann. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet, die Sachen hingestellt, die ich brauche. Und zwar machen wir heute Nougat-Krokant-Plätzchen. Und ich würde sagen, ich zeige euch direkt, was wir dafür brauchen. Als allererstes brauchen wir 200 Gramm Nüsse. Wenn ihr keine Haselnüsse mögt, könnt ihr auch Mandeln nehmen. 200 Gramm Mehl, etwas Zimt, etwas Backkakao, 80 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter oder Margarine. Achtet darauf, dass es weich ist. Ein Ei. Ich habe noch etwas Bittermandelaroma, das könnt ihr aber auch weglassen oder jedes andere Aroma nehmen, was ihr gerne mögt, und etwas Vanilleextrakt. Statt dem Vanilleextrakt könnt ihr aber auch einfach etwas weniger Zucker und dafür ein Päckchen Vanillezucker nehmen. Für die Füllung und Glasur braucht ihr Nougat. Ich habe hier zwei Pakete, da ich noch nicht genau weiß, wie viel ich reintun werde. Eine dunkle Kuchenglasur und Krokant. Als allererstes nehme ich die Butter, das Ei und den Zucker. Lasse das erstmal etwas verrühren und tue danach den Vanilleextrakt rein. Ich habe das Ganze jetzt geschmeidig gerührt und habe direkt eine halbe Flasche von dem Aroma mit reingegeben. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit einem Handrührgerät machen. Achtet darauf, dass ihr die Knethaken nehmt. Als nächstes packe ich die beiden Sachen rein. Da mache ich es einfach nach Gefühl. Ich schätze mal, dass ich von dem Kakao etwa einen Esslöffel und von dem Zimt einen Teelöffel hinzugeben werde. Danach gebe ich dann zuerst die Kerne und dann peu à peu das Mehl hinzu. Ich habe jetzt auch zu einem normalen Knethaken gewechselt, das ab jetzt damit einfacher ist, und werde jetzt noch peu à peu etwas Mehl hinzugeben, bis es die richtige feste Konsistenz hat. So, es ist jetzt leider schon extrem dunkel draußen, deswegen ist das Licht jetzt leider wirklich nicht mehr so gut. Ich habe jetzt hier die Lampe angemacht. Ich habe jetzt schon den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad. Ich habe die Oberfläche jetzt etwas bestäubt mit Mehl und werde jetzt den Teig ausrollen und ihn dann mit einem runden Förmchen ausstechen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das Ganze auch in einer Rolle in Frischhaltefolie über Nacht im Kühlschrank lassen, dann ist es schön fest und dann könnt ihr das mit Scheiben schneiden. Es geht ein bisschen schneller, aber mit so einem Förmchen werden die natürlich noch identischer. Die erste Ladung ist fertig. Das Ganze kommt jetzt für 7 Minuten in den Ofen und dann mache ich weiter. Es sind jetzt fast alle Plätzchen ausgebacken. Ich habe jetzt hier schon ein paar abgekühlte. Da stehen auch noch welche, die noch abkühlen müssen. Im Ofen sind auch noch ein paar. Ich werde jetzt anfangen, die abgekühlten schon mit Nougat zu füllen. Das Nougat habe ich schon geschmolzen. Dafür werde ich einfach mal einen nehmen, da etwas drauf geben und einen anderen draufsetzen. Auch nicht sonderlich viel, da die noch nachher in Schokolade gedippt werden. Die müssen jetzt richtig gut abkühlen, also das Nougat muss wieder etwas fester werden, sonst würden die beim in die Schokolade dippen wegrutschen. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal an so einem bisschen offenen Fenster kalt werden und dann glasieren wir. Das restliche Nougat, was ich jetzt nicht mehr aufgebraucht habe, habe ich jetzt einfach in eine Tupperbox getan, weil das kann man immer noch sehr gut wiederverwenden für andere Plätzchensorten. Und ja, ich achte darauf, dass ich eine Box habe, die ich auch erwärmen kann, damit ich das Ganze nicht nochmal rauskratzen und umfüllen muss. Ich habe die Plätzchen jetzt über Nacht aushärten lassen. Das Nougat ist jetzt relativ fest und habe jetzt auch schon die dunkle Schokolade geschmolzen und mir das Krokant hingestellt. Jetzt wird jeder Keks bis zur Hälfte in die Schokolade getunkt und dann direkt mit Krokant bestreut.
Ich habe für das Aushärten jetzt so eine Silikonmatte. Ihr könnt natürlich aber auch ganz normales Backpapier oder so ein Rost nehmen. Alle sind glasiert und jetzt muss die Schokolade nur noch aushärten. Meine Lieben, die Plätzchen sind fertig. Ich habe gerade schon einen genascht und sie sind sehr, sehr lecker geworden. Ich habe vor, jetzt im Dezember noch mehr Plätzchen-Videos hochzuladen. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Wenn ihr die Plätzchen nachbackt, könnt ihr mir sehr gerne bei Instagram Bilder schicken. Ich schreibe euch jetzt hier noch einmal meinen Namen hin. Wenn euch das Rezept und das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.